Yo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Avatar Frontiers of Pandora. Ja, wir machen jetzt hier weiter mit der nächsten Hauptquest und ja, wir fliegen jetzt einmal mit unserer neuen Freundin Tilisi einmal zur Questmarkierung. Und ja, ich muss sagen, das ist super hier mit dem Fliegen, also das ist wirklich großartig. Und ich habe auch schon richtig Lust auf Kämpfe. Hier oben in der Luft. Denn ich denke, das wird nämlich jetzt bestimmt auch bald geschehen. Wenn nicht sogar jetzt schon in dem Level, was jetzt gleich ansteht, ja. So. Lass mal schön weit nach oben hier fliegen. Und ich muss mich auf jeden Fall noch ein bisschen an die Steuerung hier gewöhnen. Deswegen einfach mal ein bisschen was rumprobieren hier so. So. Vielleicht sind wir ganz oben. Auf jeden Fall muss ich auch auf die Ausdauer hier achten von Tilisi. Und ja auch immer mal wieder dann was zu essen geben. Ich gebe jetzt einfach mal so eine Frucht hier. So gut, ha? Huh? Gut, jetzt nochmal kurz schauen, wo ist die Questmarkierung? Na, wo ist die hin? Ich hab die doch eben noch hier gesehen. Hier. Hier muss ich ja einmal landen. Sehr schön. So, was muss ich jetzt machen? Sprich mit Etuva auf dem Stein des Geschichtenerzählers. Okidoki. Ich stelle mir mal ganz kurz noch ein paar neue Pfeile her. Und da vorne haben wir ihn. Deine Ikran ist wild und stolz. Ihr seid wahre Seelenverwandte. Dein Vater will nicht helfen. Niemand will. Egal, was ich auch sage, für sie bin ich immer noch seine Tochter, nicht ihre Zahi. Er hat sonst niemanden. Ich bin mehr als nur Mutters Schatten. Sie liebte es hier. Als ich klein war, sind wir hier zusammengeflogen. Sie hielt mich fest auf ihrem Ikran. Wir lagen hier und erzählten uns Dinge über die Sterne. Ich fühlte mich so erwachsen. Und bedeutender durch sie. Die Ginglor-Geschichten mochte ich am liebsten. Welche Geschichten hatte mein Volk wohl? Sie haben sie geraubt. Sie haben so viel geraubt. Meine Mutter erkannte, dass sie angefüllt waren mit Ignoranz und Gier. Sie wehrte sich und starb durch die Metallkugeln der Himmelsmenschen. Wir sprachen nie wieder über den Widerstand. Dein Vater glaubt, der Preis für den Kampf gegen sie war zu hoch. Wird zu hoch sein. Wenn wir nicht kämpfen, verlieren wir alles. Wir wollten keinen Krieg. Doch sie machten Kämpfer aus uns. Wir müssen sie angreifen. Ja? Irgendwas passiert hier. Ein Signal von diesen komischen Geräten. Diese IDE-Flugdinger? Oh. Es stört die Kinglor und ihren Lebensraum im Regenwald. Wenn wir den Kinglor helfen, helfen wir auch den Arana He. Kannst du einen scannen? Ich kann herausfinden, was die tun. Ja, ja! Alles klar. So, wo haben wir jetzt die nächste Questmarkierung? Mal kurz gucken. Ui, und hier hinten hätten wir auch noch eine neue Fertigkeit. Ja, holen wir uns ein andermal, denke ich. Jetzt will ich erstmal weitermachen hier mit dem Hauptziel. So.
Weil wir haben nämlich jetzt in letzter Zeit schon sehr, sehr viele Nebensachen gemacht. Und deswegen möchte ich nämlich jetzt auch erstmal in den nächsten Folgen wieder mal den kompletten Hauptfokus so auf die Main Story legen, ja. Weil in letzter Zeit hatten wir ja immer wieder solche Nebensachen gemacht wie, ja, sammel diese Früchte und das, dann stell ein Kochrezept her, dann such den Jäger und so. Und deswegen möchte ich jetzt einfach wieder mal ein bisschen mehr straight die Hauptstory verfolgen. So, ich muss mal ganz kurz noch was gucken. Hier habe ich 2 Punkte. Hier will ich mir mal vielleicht noch was holen. Das mit den Fischen fangen ist nicht schlecht eigentlich. So. Nehmen wir mal. Ja, ja. Und jetzt geht's dort vor. Ich sehe gerade auch diese komische Luftstation von den Menschen. Dort ist einer dort hinten links auch nochmal. Was ist das für ein kleines Ding, was da unten dran noch mithängt? Naja, wir werden es gleich sehen. Und auf jeden Fall haben wir eben auch einen neuen Bogen bekommen. So, einmal landen hier oben. Ja. Moment, hier muss ich das Ding wieder nehmen. Okay, dann sollte ich mal lieber aufsteigen, denke ich. Und danach drauffeuern auf das Ding. Moment, ein Stückchen höher. Und ich wollte noch mal ganz kurz was gucken. Weil ich habe ja jetzt eben hier einen neuen Bogen noch mitbekommen. So, wo ist er? Das ist ein neuer, schwerer Bogen, oder? Ja, ist es. Gut, erstmal kurz ein bisschen weiter Abstand hier gewinnen. Wie kann ich denn eigentlich meinen Flugfreund hier ein bisschen mehr stillhalten, dass er jetzt gar nicht irgendwie in eine Richtung fliegt? Sondern dass er jetzt einfach stillhalten wird in der Luft. Ich weiß nicht, ob das geht. Geschafft! Ballon vernichtet! Signal schwächer wird, okay? Oh, schon gut. Ich sag Bescheid. Es gibt so viele davon, sogar außerhalb des Regenwalds. Schalten wir so viele aus wie möglich. Sehr gut, das Ding ist auch noch mit weg. Ja, nur jetzt werden wir wahrscheinlich noch Gegner mit dazu haben hier. Schon. Ja, also die Kämpfe in der Luft gefallen mir. Sehr schön.
Jetzt das Ding hier wieder rausholen. So, wir machen es diesmal so. Ich feuere jetzt einfach von hier aus drauf. Und wir fliegen dann einfach schnell los. Noch ein zerstört. Das nützt nichts. Die Geräte leiten das Signal ständig weiter. Du musst die Quelle ausschalten. Sieht so aus, als ob der Sender ganz in der Nähe ist. Die RDA-Basis bei den Steinsäulen. Edua ist dort. Glaubst du, dass du gegen die Menschen dort kämpfen musst? Die werden sich wehren, Daylan. Okay, ich mach das eine Ding mal noch hier. Auch wenn es jetzt gerade nicht zu meiner Aufgabe hier gehört. Auch spricht ja nichts dagegen, das eine noch mit kaputt zu machen. Feuer! Los, Talisi! Ja, aber kann ich dich irgendwie stillhalten lassen hier oben? Das möchte ich mal ganz kurz nachgucken. Frei umsehen. Ja, da tut sie sich ja trotzdem mehr noch bewegen. Also ich glaube, ganz ruhig halten geht nicht. Aber nun gut, jetzt gucke ich das mal ganz kurz, wo das nächste Hauptziel ist. Da muss ich das hinten hin. Und da unten ist nochmal so eine Station. Ja, und die soll ich mich jetzt nicht hier kümmern. Deswegen, ja, mache ich das mal darüber. Oh, die Helis haben uns jetzt fast entdeckt. Schnell mal einen kleinen Sturzflug hier machen. Und weiter. Ey, aber das Fliegen ist so super. Ich lieb's einfach. Also wirklich, das ist großartig. So, einmal landen. Siehst du da unten und da oben? Nicht mehr lang. Das ist ihr letzter Flug. Heute werden wir es beenden. Ihre Asche wird den Himmel verdunkeln. Ich werde sie ablenken. Alles klar. Dann wollen wir mal. Ich muss erstmal gucken, wie wir jetzt hier vorgehen. Daylan, ich gehe jetzt zum Außenposten. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Ich kann mich reinschleichen. Edua lenkt die Scorpions ab. Mit deinem Fit bleibst du unentdeckt. Ich sehe nach, ob die Pläne in der Datenbank des Widerstands sind. Vielleicht kann ich so helfen. Gut, alles klar, dann erstmal hier runter. Ja, und ich habe echt Angst vor der großen Basis dort. Und ich würde sehr, sehr gerne hier noch eine andere Waffe noch mittragen wollen. Aber da muss ich hier erst noch eine Verbesserung holen. Wo gibt es die denn hier eigentlich dann später mal noch? Dass ich noch eine Waffe mitnehmen kann. Hier. Das brauche ich als nächstes definitiv noch mit. So, jetzt muss ich gucken, wie wir hier vorgehen.
Wie machen wir das? Ich springe erstmal hier rüber. Bin ich erstmal hier drauf. So. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es auch besser, wenn ich erstmal von oben angreife. Aber dann war es das ja auch so mit Tarnung. Ja. Dann fliegen wir direkt komplett auf. Ich denke wenigstens, dass wir die Soldaten hier wegmachen. Das ist alles? Ja. Oh, Moment. Siehst du außerhalb des Bereichs große Becken? Die sind mit der Hauptpumpstation verbunden und müssen auch zerstört werden. Ich versuch's. Gut, also da unten ist der eine Robo. Der darf mich jetzt erstmal nicht sehen. Danach gehe ich, denke ich, zu dem einen Ding, was da drüben ist, erstmal leise hin. Das, was dort ist. Gut. Und jetzt rüber, los. Let's go, let's go, let's go. Schnell durchsuchen und ziehen. Gezogen. Jetzt schnell weg hier. Ich muss dringend wieder hoch auf die Mauer. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier oben entlang. Da drüben ist die nächste Wache. Die holen wir uns erstmal. Lauf, lauf, lauf. Jawohl. Zwei Roboter. Beide laufen auf jeden Fall jetzt hier entlang. Ich müsste warten am besten, bis beide weg sind. Der geht jetzt erstmal hier lang. Wo ist der zweite? Der ist genau hier unten und der geht in die andere Richtung. Geht nach rechts. Dann gehe ich wohl jetzt erstmal hier hoch, denke ich. Let's go. Zieh dran. Dann wieder auf die obere Etage hier. Jawohl, sehr gut. Also zwei Dinge haben wir jetzt geschafft. Ziele einmal anschauen jetzt. Jetzt haben wir die Innengeneratoren noch und die Wasserpipeline. Die ist dort hinten. Und die Innengeneratoren sind halt in dem großen Gebäude drin. Ich denke jetzt erstmal die Innengeneratoren. Ich denke, die werden noch mit so das Schwierigste hier werden. Moment, wollen wir ganz kurz was testen. Okay, ich kann diese Dinger hier wirklich kurz schließen. Ich wusste das ja. Noch nicht. Ich hatte ja damals mal nur gesagt, ja, ich hoffe, man kann diese Dinger in Zukunft noch kurz schließen. Aber ich wusste es ja da noch nicht genau. Gut. Da habe ich jetzt gerade nicht geguckt, was passiert wäre, wenn ich die linke Ecke genommen hätte. Ob ich das dann auf meine Seite genommen hätte. Das wird bestimmt auch irgendwie gehen, aber jetzt muss ich erstmal kurz mich konzentrieren. Oh, Hilfe. Muss halt gerade alles so schnell, schnell hier gehen. Weil die dann unten ihre Runden laufen. Und ich will halt jetzt gerade wirklich nicht auffallen. Ist wirklich nicht einfach. Da hinten müsste ich irgendwo, wenn dann reingehen, gleich. Weiß noch nicht, wie wir das machen. Vielleicht gehe ich am besten hier nochmal nach draußen. Oh, Hilfe. Der eine hat uns gerade fast gesehen. Ich
Was sind das? Ja, kann ich das öffnen? Also so jetzt zumindest nicht. So. Gehe ich mal hier drüben lang. Hier könnte ich es versuchen drüber zu springen. Wenn ich einmal drüben bin, komme ich danach aber jetzt gleich nicht wieder hier weg. Also ich muss dann jetzt erstmal hier bleiben. Das Ding, was ich aktivieren muss, ist dort hinten. Natürlich kommt genau hier ein Roboter hingelaufen. Bitte guck nicht hier runter. Gut. Jetzt muss ich mir mal denn seine Route anschauen. Oh meine Güte. Er kommt natürlich hergelaufen. Jetzt dreht er wieder dort nach rechts eine Runde. Und der andere. Da haben die beide mehr oder weniger den gleichen Rhythmus hier so mit ihrer Patrouille. Nee, jetzt geht er dort links lang. Das heißt, dann müsste ich jetzt einmal hier schnell dran ziehen. Let's go. Und dann jetzt einmal hier weg. Perfekt gemacht. Jetzt dich dort wegholen. Und weiter geht's. Ein letzter Ort nur noch. Wo ist der letzte oder ist dort vorne oder nicht? Ja. Genau ganz oben. Da stehen auch gerade Soldaten. Wenn ich die Soldaten leise ausschalten würde, könnte ich es perfekt schaffen, das auch noch leise hinzubekommen. Ein Soldat weg. Ich frag mich, was ich verbocken muss, damit sie mich nach Hause schicken. Anders Personal, die Basis verzeichnet mechanische Fehler. Wieder einer weg. Pfeile herstellen. Neue Materialien mitnehmen. Und weiter. Langsam hier hinter. Regenwind ein. Okay, ein neuer Mod für uns. Und jetzt hier dran drehen. Dann haben wir das hier geschafft. Okay, ist lahmgelegt. Das Signal ist immer noch stark. Finde den Sender. Ist vermutlich hoch oben. Überlad ihn. Das deaktiviert das Signal. Really, ich muss ganz nach oben hier. Okay, alles klar. Dann muss ich mal gucken, wie ich da jetzt am besten hochgehe. Weil ich glaube, das könnte wirklich auch nochmal ganz schwierig werden. Was kann ich denn hier machen? Hey Priya, ich kann das doch suchen. Hab was gefunden. Sieht wie eine Namensliste aus. RDA-Namen. Und ihre Station? Ja, wow, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn die noch dabei reden. Ich baue meine Stille hier bei meinem Stealth-Zeug. Ah, gut. Jetzt geh wieder weiter, Roboter. Roboter-Dude. Und danach muss ich gucken, wie ich dort am besten hochgehe. So, geht's hier vielleicht auch noch gut nach oben? Das wissen wir natürlich nicht. Wenn ich hier hochgehe. Ich denke, wir gehen dort lang, wo diese Roboter gerade langlaufen.
ist der dort drüben. Jetzt gehe ich währenddessen hier lang. Let's go. Ich meine, wenn ganz oben keine Roboter wären, wäre das eigentlich perfekt jetzt. Wenn beispielsweise oben nur normale Soldaten rumrennen würden. Ist hier eine Leiter? Nee. Das hier ist zu. Wie weit hoch muss ich denn noch? Dort hoch muss ich. Ich sehe aber hier gerade keinen Weg. Oder muss ich hier irgendwie klettern oder so? Ich sehe eigentlich auch keine Stelle hier, wo ich hochklettern kann. Vielleicht hochfliegen? Aber dann fallen wir ja auf. Ich wollte es eigentlich leise hier machen, das Ganze. Weil ich meine, die Gegner müssen ja auch irgendwie hochgekommen sind. Ja, die werden ja aber auch kaum alle hochgeflogen sein. Oder läuft es vielleicht doch darauf hinaus, dass ich dort oben hinfliegen muss? Ich rufe jetzt einfach mal meine kleine Freundin hier. Ich denke, wir fliegen jetzt einfach hoch. Wir fliegen aber erstmal mit etwas Abstand hier entlang. Kurzes Gelände anschauen. Wie sehen die Bewachung dort oben aus? Eigentlich nur das eine Flugzeug. Ich hätte nicht gedacht, dass er Bogen suchend aus dem Luftkampf. Muss ich mal hier rangehen? Ah, okay, einmal so hier ran. Moment, das ist hier verbunden. Jawohl. Ah, Moment. Das ist jetzt irgendwie falsch, glaube ich. Oder? Nee, 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 das ist schon richtig so, glaube ich, wie es hier macht. Oder muss ich die Verbindungen irgendwie dort anders hinführen? Nee, ist schon richtig so hier, wie ich es gemacht habe. Oh, jetzt muss ich mir erstmal die Spur hier anschauen. Ja, das hier hoch, dann hier hoch, hier runter und hier rein. Jawohl. Oh nein. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ich hoffe, hier ist jetzt gerade nichts passiert. Wo ist sie denn? Sie ist hier lang. Es ist auch alles nebelig jetzt gerade. Sie muss hier sein. Obwohl, vorne höre ich doch irgendwo etwas. Ihr Tier muss hier sein. Wo ist sie? Also unsere Spielfigur muss das gesehen haben. Sieh nach Etuva. Wo ist sie denn? Da hinten. Oh, hoffen wir mal, dass es hier gut geht. Oh, oh.
Ruhig, Dalu, ruhig. Etur? Etur, wach auf. Öffne die Augen, komm schon. Da, es hat geklappt, siehst du? Die Blüten öffnen sich, die Kinglor können wieder trinken. Bitte, ich... Was kann ich denn tun? Oh nein. Oh nein, das ist so traurig hier schon wieder. Na super. Schön, dich armer Vater. Ja, vor allem auch ihr Tier, ja. Wie traurig ist jetzt noch dort daneben sitzt, neben ihrem Körper und so. Ich finde das so traurig gerade hier, weil wir hatten ja schon mal so eine Situation, erst vor kurzem, da war es ja andersrum, ne? Da ist der Ikaru, nee, der Ikran, ja, Ikran, da ist der gestorben von dem einen Jäger und hier war es andersrum. Ja! Wir müssen jetzt auf jeden Fall schnell dorthin fliegen. Aber eins steht fest. Ich glaube, der Vater wird dann Rache wollen. Oder was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass der uns vielleicht die Schuld gibt. Dass seine Tochter gestorben ist. Ja. Wegen unserem Vorhaben und so. Wäre auch vorstellbar. Aber ich denke, der wird vielleicht eher dann Rache wollen. Dass ihr Tod den Vater dazu dann antreibt, ja, auch gegen die Himmelsmenschen so richtig jetzt vorzugehen. Weil bisher wollte der das ja gar nicht so richtig. Er wollte, dass ich ja nicht so auf die Seite des Widerstands setzen. Mal sehen auf jeden Fall. Wir flattern jetzt mal hier rüber. Sind dann auch fast da. Und was ich eben auch schon gemerkt habe, wir brauchen auf jeden Fall wieder Futter. Für unseren kleinen Flugfreund hier. Oder unsere Flugfreundin, eher gesagt. Leider kann ich mir ihren Namen noch nicht richtig merken. Ja. Ich vergesse den irgendwie immer wieder. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal hier landen. So. Ja. Ihr Krieg ist unvermeidbar, besonders für Jäger. Etur ist verletzt. Versammle die Jäger. Wir fliegen sofort los. Etur! Du hast Schuld. Es war dein Plan. Vater, stopp! Stopp! Seht! Sie trinken wieder selbst. Was ist geschehen? Es waren die Himmelsmenschen mit ihren Flugmaschinen. Ihr seltsames Signal hat die Blüten verschlossen und die Kinglor aus ihren Nestern vertrieben. Nur die Sarentu hat mir geglaubt. Sie hat es gefunden und zerstört. Allein. Ich wollte es euch sagen, damit ihr mit mir kommt.
Doch die Sarentu hat unsere Heimat gerettet. Genug. Etua hat recht. Es herrscht Krieg. Und Ewa schreit vor Schmerzen. Doch wir werden ihr Flehen nicht länger ignorieren. Etua und ich kämpfen an deiner Seite und führen unseren Clan zusammen. Sie werden uns kein Leid mehr zufügen. Wir werden das Land und den Himmel von ihnen befreien. Für unsere Kinder. Und deren Kinder. Pandora wird frei sein! Was hab ich dir gesagt? Ich hab sofort an dich geglaubt. Ganz erwachsen. Bereit, auch so auszusehen, Kriegerin des Volkes? Lasst alle Clans wissen, dass die Aranahe sich nicht vor dem Kampf scheuen. Sehr schön. Die Luftqualität wird zusehends besser. Alex sagt, es gibt nun mehr sichere Wege für wandernde Tiere. Wir haben sogar ältere Exemplare wiederentdeckt. Es tut gut, nicht noch ein von Menschen verursachtes Massensterben mitzuerleben. Unsere Daten belegen, dass es rund um das westliche Grenzgebiet grünt und blüht. Langsam aber sicher kehrt überall das Leben zurück. Ja. Und auf jeden Fall schön, dass sie noch lebt. Also ich dachte eigentlich, sie ist gestorben. Deswegen echt toll, dass sie noch lebt. Weil es wirkte halt vorhin wirklich so, als ob sie gestorben wäre und ihr Tier halt an ihr trauert, ja. Aber schön, dass sie überlebt hat, ja. Und auf jeden Fall machen wir dann jetzt an dieser Stelle auch hier Schluss mit der Folge. Lasst gerne ein Däumchen da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.